Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und schaut mich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollen wir heute mal wieder so ein bisschen in mein kleines Goldtagebuch reinschauen. Ich war nämlich wieder fleißig, habe die letzten 2 Wochen wieder ein bisschen Gold gemacht und wir wollen jetzt mal gucken, wie viel quasi in den Postkästen drin ist, was ich da so verdient habe, beziehungsweise was wir auch über Boosts eingenommen haben. Ich bin ja alles Mögliche am Boosten. Jetzt neu aufgenommen habe ich die letzte Woche auch hier 5 Masken, Full Clear Boost quasi in der Vision. Und ja, da habe ich auch das ein oder andere Gold gemacht. Vier Stück habe ich jetzt mittlerweile schon verkauft. Nehmen immer so 300k. Also allein über das haben wir schon mal über 1 Million gemacht. Ihr seht hier oben, auf dem Main-Account bin ich jetzt bei 11,5 Millionen. Ich habe ein bisschen Gold weggeschickt, dass ich einfach hier auch ein bisschen Platz habe, dass wir gleich was rausnehmen können. Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal den Stand an, wo wir das letzte Mal waren. Und zwar waren wir hier beim Main-Account bei 9,9 Millionen und beim Second-Account bei 9,4 Millionen. Und insgesamt waren wir bei 19,3 Millionen Gold. Und ja, mal gucken, was wir diese Woche dann plus gemacht haben. Ich habe jetzt auch gerade schon ein bisschen verglichen. Klar, mit dem Main-Account habe ich ganz gut plus gemacht. Wie gesagt, 11,5 Millionen über verschiedenste Boosting-Aktivitäten. Das Vision Boosten hat natürlich da nochmal ein gutes bisschen was draufgebracht. Also das sind alleine 1,5 Millionen, 1,6 fast, die wir da alleine schon über das Boosten plus gemacht haben. Ich habe aber gesehen, beim Second Account bin ich gut gedroppt, ne? Bin ich jetzt nur noch bei 8,6 und vorher war ich bei 9,4, heißt, wir haben da irgendwie 800.000 Gold liegen lassen. Ich habe mir zwar zwischenzeitlich jetzt ein paar Sachen gekauft, vor allem ja, ein bisschen Transform habe ich mir gekauft, aber es war jetzt nicht so viel, dachte ich eigentlich. Und ich habe auch einiges ausgegeben für den Dunkelmond-Jahrmarkt, um diese Items kaufen zu können, um dementsprechend, ja, hier mit den Marken, mit diesen Gewinnlosen, mir auch wieder ein paar Transmog-Sachen zu kaufen. Habe ich jetzt alles. Da ist bestimmt auch ein bisschen Gold rausgegangen. Ich glaube aber, das meiste ist tatsächlich für Materialien draufgegangen, um dementsprechend wieder mehr ins Business einsteigen zu können, um wieder ein bisschen mehr verkaufen zu können. Wir hoffen jetzt nachher mal, dass das, was ich verdient habe, diesen Verlust ausgleicht. Ich hoffe es zumindest, ne? Werden wir gleich sehen. Aber als erstes würde ich sagen, starten wir beim Main durch und holen da mal aus dem Briefkasten raus. Und da habe ich tatsächlich ziemlich viel drin. Jetzt in den letzten 2 Wochen habe ich, das müsste alles Gold sein, 256 Mails und da überall Gold. Hier wird schon angezeigt 400.000. Also, ach so, vielleicht sollte ich noch reloggen, weil jetzt hier noch die 200 irgendwas K von dem letzten Boost Run mit drin sind. Und zwar, wir loggen jetzt einmal hier kurz. Ich habe nämlich vorhin einen 5-Masken-Run gemacht und das wollen wir natürlich nicht mit in der Liste haben von dem Gold, was wir jetzt aus dem Briefkasten rausziehen. Was habe ich mit dem Druid an Verkäufen? Ich habe mit dem hauptsächlich Schmied und Lederer. Das sind 90% der Verkäufe. Ich habe jetzt aber auch angefangen, da ich noch einige von diesen Teilen aus Mechagon rumliegen hatte, ein paar Festmehler zu craften und die ins AH zu hauen. Und zwar, ja, sind es einfach Festmehle, die sind so um die 1500 Gold hier auf Antonidas wert. Und von denen habe ich tatsächlich auch schon einige verkauft, kann ich euch gleich auch nochmal zeigen. Die brauchten halt Leute fürs Raiden und dementsprechend gehen die tatsächlich sogar ganz gut weg. Und ja, ich glaube, ich habe vielleicht hergestellt knappe 200 Festmehle und ihr seht, hier haben wir. Da haben wir schon einige verkauft. Da kommt alleine 159.000 Gold von einem größeren Stack an Festmehlern. Hier haben wir sogar nochmal ein paar verkauft. Und ein bisschen was von dem Ullier-Zeug hatte ich auch noch. Genau. Und das restliche Zeug hier sind meistens halt irgendwelche Leder-Schmiede-Items, die ich mir hergestellt habe. Gut, dann haben wir jetzt das Gold hier geklärt. Nehmen wir das mal alles raus. Also diese knappen 400.000 Gold. Ihr seht, da ist viel, viel Zeug dabei, was jetzt relativ günstig ist, dass nur noch 1000, 2000 Gold leider wert ist. Hier auf Antoninas ist so allgemein das Preissegment, was diese 400er Craft-Items angelangt, ein bisschen gedroppt. Ich bin am Überlegen, ob ich da vielleicht mal den Markt ein bisschen resette, um da die Preise wieder ein bisschen anzuhöhen. Manche Items sind noch höher, sind manche hier 4000, 5000, aber wirklich der große Teil ist jetzt nur noch bei 1, 6, 1, 7 und da sind natürlich die Gewinnspannen nicht mehr so groß tatsächlich. Und ich hoffe, dass man da vielleicht noch mal ein bisschen was machen kann. So,
Es resettet sich jetzt halt hier immer wieder, deswegen sehen wir nicht genau, was wir dann rausgeholt haben, aber deswegen haben wir einmal relockt, dass wir dann am Ende sehen, okay, so und so viel Gold haben wir dann insgesamt rausgezogen. So, machen natürlich das nächste wieder auf. Hier seht ihr, da haben wir auch mal eine Waffe für 20.000 verkauft, hier für 8.000, 4.000. Das sind jetzt die Sachen, die jetzt vielleicht schon ein paar Tage länger drin sind. 9 Tage hier seht ihr das. Da waren die Preise im Schnitt noch höher tatsächlich. Also ihr seht, in letzter Zeit ist ein bisschen runtergegangen. Das ist aber auch so ein bisschen wellenmäßig. Wenn mehr Leute im Markt aktiv sind, die dann ständig unterbieten, dann geht es natürlich immer wieder ein gutes Stück runter. Und es fängt sich dann aber eigentlich auch immer mal wieder. So, wir haben jetzt schon 600.000 Gold hier aus dem Briefkasten rausgeholt. Krass, ich glaube, dass wir knacken da gerade einen Allzeithochstand. Ich glaube, ich werde jetzt gerade hier in die Bedrängnis kommen, dass ich gar nicht alles aus dem Postkasten nehmen kann, weil ich am Cap bin gleich. So, da sind nochmal 160.000 drin. Wir sind jetzt schon bei 710.000. Wie gesagt, das sind 2 Wochen Aha-Verkäufe von Lederer Schmied und jetzt seit neuestem auch ein paar Festmähler, die ich da drin habe. Und ich kann gar nicht alles rausnehmen, ne? Ich bin jetzt gleich am Goldcap. Okay, so, also ich hatte mit viel gerechnet, aber tatsächlich nicht mit so viel. Ja, jetzt sind wir am Goldcap. Okay, wir haben jetzt rausgeholt 817.000 und haben jetzt noch 43.000 drin. Also sind wir dann am Ende bei 850.000 Gold für 2 Wochen mit einem Char, was wir verkauft haben, ist doch ganz passabel. Ja, mir bleibt jetzt nichts übrig. Ich muss das Gold jetzt nur irgendwo wegschicken, sonst kann ich nichts mehr rausnehmen. Und das schicken wir jetzt einfach zu meinem Auslager-Char. Und zwar ist es der richtige Tela. Da habe ich heute schon 1 Million hingeschickt. Jetzt müssen wir hier wieder das Gold loswerden, sonst können wir nichts mehr aufnehmen. Jetzt gucken wir bloß, dass wir es nicht an den falschen Char schicken. So, 1 Million ist weg. Und wir machen natürlich den Rest hier noch auf. Ja, also über 800.000, 850.000 ist auf jeden Fall ein schickes Sümmchen. Und ja, ist währenddessen, ah, seht ihr, ich habe das Zeug vorhin eingestellt, haben wir schon wieder einiges verkauft. Hier sind schon wieder einige Items drin. Aber ihr seht, einige sind gerade relativ günstig. Also da müssen wir dann tatsächlich ein bisschen gucken. Gut, dann sind wir mit dem Char soweit durch. Jetzt logge ich bloß auf dem anderen, dass wir das richtig getrackt haben noch. Und dabei können wir eigentlich schon auf dem Zweitaccount einmal aktiv werden, während wir hier einloggen. Ich bin schon hier auf dem zweiten Account noch eingeloggt und hier als erstes auf meinen Anführungszeichen Crapchar, mit dem ich alles Mögliche verkaufe. Und hier seht ihr schon, da sind sehr, sehr viele kleine Matt-Geschichten drin. Dann hier mal einen Transmog-Item, hier noch ein Transmog-Item, mal für 1.000, 2.000. Was haben wir? Oh, irgendwas für 20k verkauft, auch ein Transmog-Item. Also mit diesem Char habe ich einfach 1.000, 2.000 Items im Auktionshaus. Und da ist wirklich alles dabei. Von irgendwelchen Materialien aus älteren Add-ons, über aktuellen Materialien, über irgendwelche Transmog-Sachen. Wohlgemerkt, ich rate keinem Transmog aktiv zu farmen. Aber wenn ihr eh Sachen macht, wo die Sachen abfallen, dann haut es einfach ins Aha, wenn ihr die Muße habt. Gut, ich würde sagen, das holen wir mal alles raus, was haben wir hier. Das ist sogar noch irgendeine Transmog-Geschichte. Das sind meistens die Sachen, die ein bisschen mehr wert sind. Auch hier haben wir 61.000 Gold drin. Das packt man mal raus. Und auch hier haben wir über 200 Mails. Aber wie ihr seht, der Großteil von diesem Zeug ist tatsächlich irgendein Low Mist. Ja, hier so ein paar bisschen Erz, Netherstoff ist dabei, Trank der geschärften Sinne. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ein Feuerpartikel habe ich verkauft, Urwasser raus, Leder. Also das ist wirklich alles mögliche. Eine Spinnenseide, gut, das sind teilweise Kleckerbeträge, aber ihr seht, sie summieren sich. Und ich mache es halt so, da ich jetzt verschiedene Aktivitäten nachgehe, irgendwelchen alten Content für mich selber halt irgendwelche Transmog-Vorlagen gesammelt habe und dann auch Mats gefarmt habe, um mir die günstiger zu craften, ist halt überall mal ein bisschen was übergeblieben. Und dieses ganze Zeug schicke ich auf diesen einen Char und ich hau das halt immer wieder ins Auktionshaus rein. Ne? Und irgendwann kriegst du das halt dann los. Und ihr seht, hier haben wir sogar nochmal irgendein Transmog-Item, das ein bisschen mehr wert war. Diese reflektierten Prisma-Dinger, die hat mir irgendjemand mal zugeschickt, irgendwie 200, ich weiß nicht, ob das, oder 100, 150, ob der sich irgendwie verschickt hat oder so. Auf einmal hatte ich die im Postkasten, die haben meinen ganzen Postkasten zugemüllt, die sind absolut nichts wert, aber selbst die versuche ich noch irgendwie zu Gold zu machen. Ich habe mir zwischenzeitlich überlegt, soll ich sie wegschmeißen? Und dann war ich da doch zu geizig und dachte mir, komm, wenn du die schon im Postkasten hast, dann haust du die auch noch rein. So, jetzt backt hier der Postkasten ein bisschen rum.
Das ist ab und an bei dem Char hier tatsächlich der Fall, weil der ein bisschen viel immer drin hat. Vor allem, ihr müsst auch sehen, ich kriege dann teilweise auch sehr viel Post wieder, die ich reposten muss. Und ich bin dann teilweise eine halbe Stunde am Reposten. Ne? Das Gute ist, dass das auf dem zweiten Account stattfindet und ich nur mit einem Char auf dem Main-Account im Auktionshaus tätig bin. Das ist mein Main. Wenn ich halt irgendwo eh in der Hauptstadt bin, kurz was am Gucken bin, dann tue ich reposten. Aber alle anderen AHA-Geschäfte mache ich mit dem zweiten Account. Und das lasse ich halt die ganze Zeit nebenbei laufen. Das ist das Schöne an TSM. Man macht einmal einen Cancel-Scan, das dauert dann ein, zwei Minuten oder ein paar Minuten, dass das alles rauspackt und dann wieder einen Post-Scan. Das kann ich halt nebenbei easy laufen lassen. Wenn ich keine zwei Accounts hätte, dann würde ich die ganze Zeit im AHA stehen und nichts anderes machen. Das wäre mir dann tatsächlich auch ein bisschen fad. Also ich will ja WoW spielen und das Gold ist halt für mich zumindest nur ein Mittel zum Zweck. Es gibt natürlich auch Leute, die WoW als Gold- oder Wirtschaftssimulator spielen. Gut, was haben wir jetzt rausgezogen? 117.000 Gold, das ist jetzt nicht sonderlich krass viel, aber für diesen ganzen kleinen Scheiß ist es doch ganz nett, dass wir da auch nochmal eine 100k rausgekriegt haben. Gut, jetzt logge ich mal weiter zu den Chars, die wirklich aktiv was verkaufen, und zwar hier zu meinem Monk. Da haben wir ein bisschen Stoffzeug. Und dann gucken wir mal, was wir da so rausziehen. Mittlerweile sind wir hier beim Main-Account auch einmal eingeloggt und können uns einmal noch hier die 1 Million Gold abholen. Und ihr seht, dieser Char hat tatsächlich noch ein paar Handgelenke hier drin. Und zwar er hat 5.255 Mails mit Handgelenken. Die will ich irgendwann noch ja, klein machen, also quasi Expulsum shuffeln. Auf dem Druid, ich weiß gar nicht, wie viel ich da noch habe, auf meinem Main müsste ich noch so 1500 Expulsum haben. Also im Moment bin ich da gut versorgt, aber ihr seht schon, ich habe schon mal einiges hergestellt. Wenn ich mal wieder Expulsum brauche, schicke ich das rüber und dann wird wieder ein bisschen geschaffelt. Und ich denke mal, einiges von diesen 800k, die ich vorhin erwähnt habe, die ich minus gemacht habe, sind auch darin begründet, dass ich auch mit den anderen, mit dem zweiten Account, relativ viel, ja, an Gold geschaffelt habe. Was ist denn jetzt? Warum hat denn der jetzt hier so viele Handgelenke? Oh mein Gott, da muss ich auch noch. Mit dem muss ich auch noch schaffeln, sehe ich gerade. Ihr seht, der hat auch 2300 Mails. Das sind auch diese scheiß Handgelenke. Ah, damit, die habe ich nicht rausgenommen, ne? Verdammt, okay. Ich hoffe, wir können jetzt hier alles Gold rausnehmen. Der hat halt hier, jetzt sehen wir gerade, 112.000 sind drin. Das sind halt meistens Schneidersachen. Und ein paar Kristalle und sowas. Wobei ich sagen muss, was jetzt gut runtergegangen ist, sind vor allem Geschichten, die Splitter angehen. Jetzt müssen wir mal gucken, erfolgreiche Auktionen. Nehmen wir das Gold mal raus. Die ganzen VZ-Mats sind übelst eingebrochen. Ich habe teilweise die blauen Splitter vor ein paar Wochen noch für 50 Gold verkauft. Mittlerweile ist ein blauer Splitter 10 Gold wert. Und ich habe es ja bis jetzt immer so gemacht, wenn ich geschaffelt habe, also sprich diese Handgelenke hergestellt habe, und die grünen habe ich dann mit in der Expulsum-Schrottmühle da hinten kleingeschrottet für Expulsum, und die blauen Handgelenke, die habe ich halt genommen und entzaubert. Ja, weil man dann halt die Splitter rauskriegt, wenn man dieses schöne Item hat, kriegt man immer mehr raus. Dann gibt es ja auch teilweise dann drei Splitter raus, beziehungsweise Epic-Splitter. Hat sich das richtig gelohnt, alleine für die Sachen das klein zu machen. Das Problem an der Geschichte ist, die Splitter sind jetzt halt so wenig wert, weil ich habe die in Massen, und ich denke mal nicht nur ich, sondern auch andere Spieler in Massen, ins AHA reingedumpt, dass die Preise so eingebrochen sind. Ich habe da ja in der Woche teilweise 10.000 Splitter ins AHA gehauen, ne? Die werden natürlich nicht aufgebraucht, dann geht der Preis halt immer weiter runter. Gut, auch hier haben wir jetzt 100k eingenommen, dann locken wir mal weiter. Ihr merkt schon, Schneider ist leider nicht so ergiebig, und da die Splitter jetzt auch ziemlich eingebrochen sind, mache ich mit dem tatsächlich nicht viel Gold. Wenn ihr überlegt, jetzt für 2 Wochen 100k ist halt nicht viel tatsächlich mit dem Schneider-Char. Gut, ich weiß jetzt nicht, es könnte natürlich sein, dass da noch mehr Gold begraben ist unter den ganzen 2000 Handgelenken, aber ja, das sind so Sachen, die ich ganz gerne verschiebe. Wenn Zeit ist, dann schaffle ich die mal durch, die 2000 Handgelenke auf dem und die 5000 auf dem anderen Char. Also, dann werden wir mal sehen, ob da noch Gold unter begraben ist, aber es bleibt ja einen Monat drin. Also sprich, ich habe noch 20 Tage, dann müsste ich mal gucken, dass ich so langsam mal das Zeug wegschaffe. Aber ich denke mal, da wird in nächster Zeit doch einen Zeitpunkt finden, ne, wo ich das ein bisschen schaffen kann. So, dann schauen wir jetzt hier beim nächsten. Das ist mein Inji-Char. Und Inji habe ich lange Zeit liegen lassen, weil man nur zwei Items eigentlich herstellen kann, eine Flinte und einen Kolben. Ich habe aber festgestellt,
Die gehen sogar relativ gut weg und da sind wenig Leute im Business drin, was ihr daran seht, dass die Preise relativ gut sind. Also das hat eigentlich dieselben Herstellungskosten wie die Leder, Schmiede und Stoffitems, aber die sind hier im Schnitt so 4.000, 5.000 Gold tatsächlich wert. Kann vielleicht auch daran liegen, dass es Waffen sind, ne? Das ist immer noch ein Faktor. Und auch hier habe ich noch Handgelenk. Ach, warum habe ich denn. Ich bin so faul, ich habe die ganzen Sachen nicht mehr geschaffelt. Okay, aber das können wir zumindest alles rausnehmen. Also ihr seht auch, hier sind noch Handgelenke. Boah, ich glaube, ich kann die nächste Woche erstmal x Stunden durchschaffeln, um das ganze Zeug wegzukriegen. Die Woche war jetzt relativ viel zu tun. Was ich gerade noch vergessen habe, euch zu zeigen, so einen kleinen Pro-Tipp, wo wir gleich nochmal zurück auf meinen Main gehen müssen. Jetzt schauen wir bloß hier, haben wir alles rausgenommen? Yep, haben wir. Und was haben wir gemacht? 135.000 ist okay für nur zwei Items, müsst ihr immer berechnen. Inji kann man nicht sonderlich viel herstellen. Mit Juve mache ich tatsächlich im Moment gar nichts. So, jetzt gehen wir noch hier kurz zurück auf meinen Main. Die Millionen Gold haben wir rausgenommen, dass es den Counter oben richtig zählt tatsächlich. Und ja, und zwar, was habe ich diese Woche gemacht? Diese Woche ist ein BG, und zwar nennt sich das Kinderspiel. Und dort kannst du relativ viele Ehrenabzeichen bekommen. Und ich habe mit meinen ganzen Chars, also ich habe 87 Chars auf 120, wichtig, die Chars müssen auf 120 sein, sonst könnt ihr euch bei diesem Kinderspiel nicht anmelden, habe ich das mit jedem einmal gemacht. Warum habe ich das gemacht? Und zwar, wenn ihr das BG gewinnt, und das gewinnt ihr zu 100%, ist es gegen die KI, also ihr könnt es nicht verlieren, bekommt ihr eine Marke, wenn ihr es gewinnt, und ihr bekommt immer eine Kiste, da sind auch nochmal zwei Marken drin. Und das erste Mal, wenn ihr es macht, kriegt ihr nochmal, ne, also kriegt ihr eine Quest, wo ihr nochmal fünf Marken bekommt. Heißt, insgesamt gibt es acht Marken pro Char, und wenn man das halt, wenn man dann viele Chars hat, geht es recht gut. Meistens dauert das BG 5 Minuten, weil du sofort fünf Basen holst, und es ist halt easy gewonnen. Also das kannst du wirklich durchspammen. Es hat auch kaum Wartezeit, weil es halt dementsprechend gegen die KI ist, ne? Also du spielst nicht gegen die wirklich die andere Fraktion halt, sondern gegen die KI. Genau, also das habe ich die Woche gut gefarmt und habe mir jetzt Ehrenabzeichen geholt. Insgesamt 763. Und für die Leute, die sich jetzt fragen, für was ich diese Ehrenabzeichen brauche, diese ganzen Rezepte, die ich jetzt hier mit diesen Chars habe, also auch jetzt, ne? Na gut, das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber beim Schmied und Lederer und so, diese ganzen Rezepte, dass man den Rang 2 und 3 kriegt, braucht man die Ehrenabzeichen, um dementsprechend beim Händler, beim PvP-Händler, die höheren Ränge holen zu können, dass man weniger Expulsion bzw. allgemein weniger Mats braucht. Und ich will jetzt auf noch ein paar Servern anfangen, dementsprechend dort mit diesen Berufen einzusteigen, um einfach noch ein bisschen mehr Gold zu machen. Gut, jetzt sind wir jetzt auf dem Inschriften-Char und der hat tatsächlich ganz gut was eingenommen, 410.000, und ich muss sagen, die Preise für hier Zinnaschari, für diese Pflanzen, ne, ist extrem hochgegangen, aber auch zum Glück die Preise von den Compendium-Dingern. Hier 4.000, 5.000 Gold kriegst du und da lohnt sich das teilweise schon wieder. Man muss rechnen, wenn die Preise für das Zinnaschari-Kraut so bei. Ja, so bei 35, 40 Gold sind, dann musst du eigentlich so ein Compendium für über 3K verkaufen, sonst machst du nicht wirklich viel Gewinn. Und jetzt sind die Dinger hier auf Antonidas und auch auf Blackmoor sind sie auch hochgegangen, so im Schnitt für 5.000 Gold. Und da macht man da tatsächlich ganz gut Gewinn. Also da kann ich mich nicht beschweren. Das wird wahrscheinlich, jetzt kommt es mir gerade, das wird wahrscheinlich auch ein Punkt sein, warum diese 800.000 mich relativ gut runtergerissen habe, weil ich mir große Mengen von diesem Kraut gekauft habe, teilweise 2.000, da sind dann gleich mal knappe 100k weg für einmal alle Trinkets herstellen, aber wir haben natürlich trotzdem eine recht gute Gewinnspanne. Ihr habt ja jetzt gesehen, hier 400.000 Gold. Da kann man nicht motzen. Gut, jetzt würde ich sagen, switchen wir noch auf Blackmoor und schauen, was wir da gemacht haben. Da bin ich ja auch präsent. Also das ist ja im Moment so der zweite Server, mit dem ich quasi, ja, wo ich mit den Berufen präsent bin. Und jetzt dadurch, dass ich nochmal diese Ehrenabzeichen, wir haben es ja das gemerkt, hier bei Main habe ich die jetzt alle mir zusammengeschickt habe, will ich noch auf ein paar mehr Servern anfangen. Ich habe mir das mal ausgerechnet, wenn ich alle Berufe diese Rezepte holen will, ich kann das auch nochmal kurz zeigen für die Leute, die jetzt sich fragen, okay, hier und da, das kenne ich gar nicht. Es gibt bei der Allianz, sowohl als auch bei der Horde, also bei Blackmoor bin ich ja mit Hordenchars aktiv, gibt es beim PvP-Händler einen Typen, der quasi die Rezepte hat, und zwar der hier. Und der verkauft dir halt hier diese Rang 2 und Rang
drei Rezepte für alle Berufe und das kostet halt hier alles Ehrenamtszeit, ne? Und wenn ihr alle Berufe auf einem Server mit sämtlichen Rezepten ausstaffieren wollt, braucht ihr um die 200 Marken, ne? Ich will auf drei anderen Servern noch anfangen, brauche ich insgesamt 600 Marken, habe ich sogar noch ein paar über, vielleicht kann ich sogar auf vier Servern anfangen. Das werde ich aber wahrscheinlich so nach und nach gestaffelt machen, weil du musst halt die ganzen Berufe hochziehen und das ist halt auch, ja, es kostet auch ein bisschen Zeit tatsächlich. So, dann sind wir jetzt auf meinem Anführungszeichen Crap-Verkaufschar, Schrägstrich Ingi bzw. VZ und mit dem verkaufe ich halt hauptsächlich hier auch diese Waffen, die Streitkolben bzw. die Flinten und die Zauberstäbe von VZ und der hat auch ganz gut Gold gemacht. 240k sind jetzt hier schon drin und es sind noch tatsächlich ein paar mehr Mails. Okay, irgendwie buggt es jetzt schon wieder. Nimm das Gold raus. So, jetzt schauen wir mal. Ah, jetzt will er. Gucken wir mal, was wir hier rauskriegen. Blackmoor war zum Beispiel auch so ein Server, wo ich eigentlich fast nichts hatte. Angefangen habe zu investieren und mittlerweile bin ich hier schon wieder über 3 Millionen Gold. Also das sind tatsächlich reine ja, Gewinne, die wir da rausgezogen haben. Da habe ich ja nicht wirklich viel geboostet. Auf Antonidas bei meinem Main-Char, da ist tatsächlich das meiste wahrscheinlich über Boosting. Aber wie ihr heute gesehen habt, 800k auch über Berufe, ne? Also es nimmt sich sogar, na, hält sich sogar fast die Waage, muss man sagen. Genau, und hier seht ihr auch, sehr viele von den Waffen sind hier drin. Ich habe auch tatsächlich ein paar Ringverzauberungen hergestellt, weil hier auch auf Blackmoor die Problematik war, dass die VZ-Mats so vom Preis runtergegangen sind. Also hier seht ihr es auch, 20 Gold, ne, ist, ja, ist hier so ein Splitter, ist noch das Doppelte, was es auf Antonidas ist, aber auch ziemlich runter. Die waren mal, wie gesagt, auf 50 aufwärts, ne? Und das ist noch nicht so lang her tatsächlich. Gut, was haben wir hier gemacht? 200, fast 300.000 Gold. Das ist doch sehr schön. Achso, jetzt kann ich hier nicht instant ausloggen. Ihr seht schon, ich habe den Char relativ nah an der Schmiede und an dem Expulsum-Shuffle-Typen platziert, weil auch mit dem hier muss ich natürlich gucken, dass ich ständig was am Durchschaffeln bin und auch der Char hat hier noch ein bisschen Expulsum rumliegen. Ihr seht die anderen, der hat noch. Da hat noch einer über 100, der andere hat fast nur 700 Expulsum. Also auch hier ist quasi so Expulsum immer das Lebensblut, das wir brauchen, um diese ganzen Items herzustellen. Und das müsst ihr natürlich immer ab und an shuffeln. Deswegen, naja, ist das auch ein bisschen langwierig. So, was mir gerade einfällt, wir können ja schon mal hier den Goldbetrag eintragen in meine Liste. Wir sind jetzt hier bei 12.370.000. 12.370.000. Also hier seht ihr, da haben wir einen guten Sprung gemacht. Das sind 2,4 Millionen haben wir alleine beim Main-Account schon mal gemacht. Das ist eine schicke Angelegenheit. Und jetzt schauen wir mal, ob wir das Defizit, das wir hier hatten, also ob wir das wieder ausgleichen können tatsächlich. Ich hoffe doch mal. Gut, das hier ist jetzt mein Char, der Schneider- und Inschriftenkunde hat. Also heißt, ich verkaufe hier so ein paar Kompendium-Dinger und das Schneidergear. Und auch hier haben wir 344.000 Gold. Sonderlich besondere Sachen hat der eigentlich hier nicht drin. Nö, das ist eigentlich tatsächlich alles Kompendium oder Schneidergear. Wie gesagt, da ist ja Inschriftenkunde tatsächlich das, was mehr Gold einbringt, weil das Schneiderzeug, ich weiß auch nicht, an was das liegt, aber auf allen Servern, wo ich jetzt vertreten bin, ist das Schneiderzeug wesentlich weniger wert tatsächlich als das Schmiede- und Lederzeug. Gut, für Waffen zahlen die Leute mehr, aber auch so das Plattengear an sich ist ein bisschen teurer. Gut, dann haben wir noch einen letzten Char. Komm, das nimmst du auch noch raus hier. Okay, interner Datenfehler. Gut. Hat er das jetzt alles rausgenommen, oder? Hier nicht, dass wir da noch was flacken lassen. Nö, sieht gut aus. So, letzter Char, den wir noch haben. Und zwar hier, der hat meine Schmiede- bzw. Leder-Items. Da werden wir mal gucken. Was ich jetzt schon mal ankündigen kann für die nächste Woche, oder für die, also ich mache ja dieses Tagebuch alle 2 Wochen, dass ich mir jetzt wahrscheinlich einen oder vielleicht sogar auch schon zwei Server raussuche, da schon mal reingehen werde. Braucht da wahrscheinlich auch ein bisschen Gold, also sprich, werde da einige hunderttausend investieren und mal gucken, was vielleicht auch nicht so ein ganz High-Pop-Server unterwegs ist, was man da herausziehen kann. Und ja, in 2 Wochen werdet ihr dann quasi da die Ergebnisse sehen. Ich denke mal, die nächsten Tage werde ich da anfangen. Also es wird wahrscheinlich nicht den kompletten 2 Wochen-Zeitraum abdecken. Aber da werden wir jetzt erstmal wahrscheinlich dann wieder ein Stück zurück mit dem Gold gehen, um langfristig ein bisschen mehr rauszuholen. Zumindest ist so der Plan.
So, dann, oh, hier haben wir anscheinend, ist auch ein bisschen was zurückgekommen. Da müssen wir vielleicht auch nochmal gucken, dass wir das einstellen. Hier werden jetzt angezeigt, 12.000 Gold ist gut, das muss ich erstmal die Items rausnehmen. Da habe ich anscheinend nicht, habe ich anscheinend vorher nicht einen Repost gemacht. Haben wir da ein bisschen was übersehen. Und ihr seht, ich habe wirklich einiges drin. Und mit dem Char haben wir tatsächlich auch hier noch 370er-Items, weil ich einige zum Skillen benutzt habe. Und jetzt backt hier was rum. Ah, jetzt will das. Einiges zum Hoch. Ich habe auch noch 310er. Ich bin da, ist mir fast ein bisschen zu traurig, die beim Händler wegzuhauen oder die zu dissen, weil, wie gesagt, die Splitter sind halt leider auch nicht mehr viel wert. Und dementsprechend versuche ich die immer noch so ein bisschen an den Mann zu bringen. Die haben nämlich tatsächlich ein bisschen anderes Transmog als die höheren Items. Vielleicht für den einen oder anderen, der jetzt das Zeug auch noch rumliegen hat, haut das immer mal wieder ins Haar rein. Es gibt tatsächlich auch Leute, die diese 370er-Items noch kaufen für Transmog oder weil sie halt einfach einen Ticken günstiger sind als die 400er-Items und sich denken, ja, ich spare mir da lieber was und hol mir dann das. Gut, jetzt denke ich mal, können wir das Gold soweit rausnehmen. 248.000 sehen wir hier schon. Es sind hier noch ein paar Items quasi dazwischen. Aber das können wir auf jeden Fall schon mal rauspacken. Und es kommt mir so vor, ob auf Blackmoor teilweise so die Grundpreise noch höher sind. Das sind dieselben Items, die ich mit dem Main auf Antonidas drin habe. Und hier sind die Sachen, die günstigeren, eher so bei 2000, 3000 Gold. Und auf Antonidas sind die günstigen so bei 1,7, 1,6 rum. Also da ist so insgesamt der Pegel noch ein Ticken höher. Ich habe aber weniger Items verkauft, weil ich mit Main ständig online bin, wenn ich am PC hier bin zu Hause und dementsprechend mit dem immer öfter reposte, mit diesem Twink logge ich vielleicht ein, zwei Mal am Tag ein und dementsprechend hat der halt nicht so eine hohe Frequenz an Repost. Ich würde fast behaupten, wenn ich mit dem so oft reposten würde wie mit Main, würde ich insgesamt mehr Gold machen, weil die Kurse einfach höher sind auf Blackmoor, warum auch immer, ne? Also das ist auch immer so ganz wichtig, wenn ihr auf einem Server anfangen wollt, da vielleicht ein bisschen gucken, wie da allgemein die Kurse von diesen 400er-Items sind. Das kann schon mal einiges helfen. Wenn die tendenziell alle höher liegen, dann macht ihr natürlich mehr Gold, ganz klar. So, das packen wir alles noch raus. Wir sind jetzt. Oh, aber schau mal, auch hier, seht ihr, Schmied Lederer ist halt die Goldgrube, ne? 617.000, obwohl ich mit diesen Chars nicht oft reposte. 617.000 Gold, beim Main waren es 850 knapp. Also, da waren es dann nochmal 200.000 mehr, aber dafür einmal, zweimal reposten am Tag ist es doch, denke ich mal, nicht so verkehrt. Gut, dann würde ich sagen, tragen wir das komplett Gold ein. Wir sind jetzt sogar hier gestiegen auf über 4 Millionen Gold, auch auf Blackmoor, was mich doch sehr freut. War eine ergiebige Woche und jetzt haben wir hier 10,656 Millionen. Das ist doch nochmal ein guter Push. 10,656 Millionen und dann sind wir alleine hier auch hochgegangen. Auf, ja, um 1,2 Millionen. Und ihr müsst ja noch rechnen, die 800.000, die ich investiert habe, ne, die ja auch nochmal minus gegangen sind, dann wären es ja eigentlich 2 Millionen, die ich eingenommen habe. Gut, die 800.000 sind ja Investitionen, die notwendig waren, um diesen Gewinn zu erreichen. Gut, dann haben wir ein insgesamtes Plus in den 2 Wochen von 3,66 Millionen. Ist auf jeden Fall ein sehr gutes Plus. Kann man nicht meckern. In letzter Zeit waren wir eher bei 1 Million. Da habe ich auch nicht so viel gemacht tatsächlich, um das Gold einzunehmen. Die Woche war ein bisschen verstärkt oder die letzten 2 Wochen waren verstärkt, da haben wir ein bisschen mehr gemacht und haben tatsächlich auch gut was erwirtschaftet. Die beste Woche war es aber nicht. Hier am Anfang waren wir ja teilweise bei 4 Millionen mal in der Woche. Da sind wir natürlich nicht ganz dran, aber ich bin auf jeden Fall zufrieden und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder in 2 Wochen, wenn ich dann auch auf den neuen Servern angefangen habe. Und dann gucken wir mal, was wir da so rausziehen. Achso, vielleicht das Komplettgold. Jetzt sind wir von 19,3 auf 23 Millionen Gold hochgegangen. Und das ist natürlich eine gute Ausgangsposition. Ich habe mich jetzt auch schon ein bisschen umgeguckt. Ich will mir das Magic Rooster Egg kaufen, das letzte TCG-Mount. Und ich denke mal, da sind wir in einem guten Bereich, dass ich mir das da in nächster Zeit kaufen kann. Ich muss mir jetzt aber noch ein bisschen umschauen, wo ich es günstig kriege. Und naja, ich lasse es euch dann auf jeden Fall wissen, wenn ich es mir gekauft habe. Und spätestens dann seht ihr hier wieder so einen Goldeinbruch wie hier, wo ich mir einen Spektraltiger für 17 Millionen gekauft habe. Also mal schauen, wann ich eins kriege. Gut, das war's mit dem kleinen Gold-Tagebuch-Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis dann. Ciao.